ich da für Englisch sprechende und Französisch sprechende. Ich probiere es doch auf Deutsch und ich bitte um Entschuldigung im Voraus, wenn es Fehler gibt. Ich darf Yvonne Dickopf begrüßen für Wozu Design. Yvonne ist Designerin, sie ist auch Fotografin. Sie arbeitet hauptsächlich für Selbstständige. Sie wird das alles prima erklären. Und ich bitte euch nochmals für diejenigen, die haben das vielleicht vorher nicht gehört, nach diesem Vortrag machen wir noch ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmern der WordCamp da auf der Treppe, gerade 3:50 nach diesem Vortrag. Es wäre schön, wenn möglichst viele dabei sind. Danke. Merci. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Fotografin und Designerin. Mein Name ist Yvonne Dickopf. Ja, und habe in Berlin bzw. Potsdam Kommunikationsdesign und Interface Design studiert. Habe damals schon die ersten Screen Designs mit Photoshop gemacht und auch HTML-Grundkurs und so. Und seit 2013 arbeite ich mit WordPress. Also ich mag es aufgeräumt, so grundsätzlich, wenn da irgendwie Zeug rumliegt, oder so, dann werde ich ein bisschen nervös. Und ich finde, Design sollte auch aufgeräumt sein. Das führe ich mal so kurz ein. Also aufgeräumt, man könnte sagen, zu ungefähr einem Drittel ist es auch barrierefrei. Also zur Barrierefreiheit zählen ja so tendenziell diese drei Aspekte, eben das Design, der Inhalt, wie ist der Text, wie ist das sprachlich aufgebaut, der Inhalt einer Website und wie ist es technisch aufgebaut. Ich spreche heute über den ersten Punkt, nämlich das Design. Eben alles, was ich so erzähle, könnte man sagen, ist auch für die Barrierefreiheit tendenziell brauchbar, diese Regeln. Also ich werde über Farben sprechen, über Schriften, Bilder und deren Kombinationen und werde noch ein paar Layout-Beispiele im Gesamtbeispiele zeigen. Fangen wir an mit den Farben. Also grundsätzlich kann man sagen, okay, es sollte grundsätzlich mal stimmig sein. Dann haben wir da diesen Farbkreis, da kann man jetzt ganz viele schöne, tolle Farben auswählen. Wenn man davon vielleicht ein paar zu viele auswählt, könnte sowas dabei rauskommen. Ich hoffe, ich glaube, an den Screens sieht man es ein bisschen besser, wenn es um Farben geht. Was hier auch schon mal ein bisschen schwierig ist, dass man den Kontrast von dem Button, der ist nicht ausreichend. Ich habe das jetzt mal, so die Hauptfarben rausgepickt und dann sieht man schon, okay, das sind ziemlich viele und jetzt habe ich mir erlaubt, die mal auszutauschen oder ein bisschen aufzuräumen. Ich habe zum Beispiel dieses Grün gegen das Orange ersetzt. Das T-Shirt habe ich mir erlaubt, einfach hellblau zu machen. Die Topbar oben habe ich geändert von dem Hellblau in das so ein Violett, was sich auch in diesem Hintergrund, in diesem Farbverlauf wiederholt. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist das so schon mal harmonischer. Und wie erstelle ich denn jetzt eine Farbpalette? Okay, jetzt nehmen wir mal einfach diese vier Hauptfarben, ziemlich knallig. Wenn ich jetzt schon mal die Sättigung ein bisschen runterschraube, dann ist es nicht mehr ganz so aufdringlich. Dann nehme ich vielleicht diese zwei Farben oder diese zwei oder diese zwei und erweitere die dann um ein paar Abstufungen. Also es sind jetzt die gleichen, ist der gleiche Farbton, aber einfach ein bisschen weniger Deckkraft. Ergänze das vielleicht noch um ein Anthrazit und ein Hellgrau. Und dann habe ich eigentlich schon eine Farbpalette, also wenn ich mit Farben ein bisschen unsicher bin, habe ich eigentlich schon eine Farbpalette, mit der ich gut arbeiten kann. Ein paar Beispiele. Hier haben wir auch Farben aus der gleichen Region der Farbpalette. Ja, also da oben, da sind noch zwei. Ganz helle, eben das sieht man vielleicht auf den. Ja, das war meine Befürchtung, aber okay. Wie man aber schon an dieser Website auch sieht, es gibt so Abschnitte, die seht ihr, glaube ich, da gibt es helle Flächen. Was ich hier eigentlich sagen will, okay, da sind relativ viele Farben benutzt, auch knallige Farben, aber diese knalligen Farben sind ziemlich dosiert eingesetzt. Also für die Hintergründe sind hauptsächlich schwächere Farben. Oh, vielen Dank, ich glaube, das geht besser.
Also für die Knallfarben sind auf jeden Fall eben dezent eingesetzt für die Akzente und Buttons und ja, wie ihr seht. Auch noch ein schönes Beispiel finde ich, hier ist auch relativ gewagt, würde ich mal so sagen. Trotzdem ist es gut eingesetzt, sollte man natürlich auf die Kontraste achten, dass man Schrift noch gut lesen kann auf dem Hintergrund. Yeah, yeah, I know, sorry, I'm trying my best. You see. Ja, das ist immer das Ding mit Beamer und Farben und Bildschirm. Ja, auf jedem Bildschirm, auch wenn man Websites baut, je nachdem ist das mit Farben nicht so einfach, dass die so dargestellt werden, wie man das gerne hätte. Also grundsätzlich würde ich sagen, Fazit mit Farben, Vorsicht mit zu vielen Knallfarben, Abstufungen von Farbtönen benutzen, vielleicht eher mit benachbarten Farben aus diesem Farbkreis arbeiten und die Kontraste beachten. Jetzt erzähle ich was zum Thema Text und Typografie. Es wird ein etwas längeres Kapitel, aber ist auch irgendwie logisch. Wir haben auf Websites viel mit Text und Inhalt zu tun. Grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, dass das Ganze lesbar ist. Zum Schriftsatz allgemein. Wenn wir jetzt da mal so einen Text haben, der ist unformatiert, dann haben wir ja so einen Wald aus Buchstaben. Und jetzt passe ich den mal so ein bisschen an. Also das, was ich als allererstes anpasse, ist die Satzbreite, also dass die Zeilen einfach nicht mehr so lang werden. Ich verändere die Schriftgröße, also ich mache die Schrift größer. Ändere den Zeilenabstand. Mache vielleicht noch einen Absatz nach den einzelnen Abständen. Also es wird immer übersichtlicher. Par Defaut ist das ist jetzt ein Screenshot von einer Subpage von dem Theme 2023. Das ist eigentlich schon ziemlich gut ab dieser Stelle eingestellt. Also Schriftgröße, Zeilenabstand, Satzbreite, Abstände zwischen den Absätzen. Was ich natürlich dann jetzt noch machen kann, ist, dass ich die Zwischenüberschriften auszeichne, indem ich sie fett mache oder vielleicht auch ein bisschen größer. Was ich auch noch gut machen kann, ist, dass ich Linien dazwischen setze, also das ist jetzt natürlich ein sehr kurzes Textbeispiel, aber wenn ich so riesenlange Texte habe, dann ist es natürlich schon hilfreich, diesen Text so strukturieren, dann kann das hilfreich sein, das vielleicht auch mit Linien oder eben dieser Schriftauszeichnung zu strukturieren. Ja, und dann kann man natürlich noch mit den Schriftstilen spielen. Oder einsetzen, also jetzt ist dieser Einleitungstext einfach in der Kursiven und auch diese Zwischenüberschriften kursiv. Zum Thema Blocksatz. Ich weiß nicht. Ja, jetzt ist dieses Textbeispiel einfach mal in Blocksatz gesetzt. Blocksatz ist, wenn es links und rechts bündig ist. Und dann passiert das, was hier an diesen markierten Zeilen sieht. Die Oberzeile, da entstehen so große Lücken. Was in der Mitte passiert, das wird so eng, dass es kaum einen Abstand zwischen den einzelnen Wörtern gibt. Und ja, ganz unten auch eben, entstehen auch sehr große Lücken. Das ist ein ganz krasses Beispiel und vor allem, wenn die Spalten, je schmaler eine Spalte ist, desto größer werden diese Lücken. Also jetzt auch wieder bei diesen markierten Zeilen sieht man das ziemlich deutlich und ja, man sucht irgendwie, wo, also es ist unübersichtlich, man weiß gar nicht, wo man irgendwie anfangen soll zu lesen. Ja, das habe ich noch gefunden und fand das auch sehr verwirrend. Ja. Also lieber Flattersatz. Flattersatz heißt das deshalb, weil das rechts so flattert. Und wenn Blocksatz und auch schmale Spalten, die Kombination, wie gesagt, ist schwierig, dann bietet sich das zum Beispiel auch an, vielleicht auch im Mobile, also beim Responsive Design, bei schmalen Spalten, eine automatische Silbentrennung im CSS einzusetzen, vielleicht eine eigene Klasse anzulegen dafür. Großbuchstaben, auch Versalien genannt. So, jetzt habe ich den ganzen Text in Großbuchstaben. Und ja, irgendwie wissen wir das alle, Großbuchstaben im Fließtext kann man nicht gut lesen. Hier mal ein Beispiel auf der linken Seite, das ist das Original. Das sind zwar noch relativ kurze Titel und trotzdem
lässt sich das auf der rechten Seite besser lesen mit Groß- und Kleinbuchstaben? Ja, und irgendwie wissen wir das, glaube ich, alle. Okay, Großbuchstaben im Fließtext nicht so gut lesbar. Und ich würde euch gerne erklären, warum. Einmal das Wort in Großbuchstaben, einmal in Groß- und Kleinbuchstaben. Und wenn ich da jetzt so Blöcke drüber setze, dann haben wir immer noch eine Information durch die Ober- und Unterlängen, die uns helfen, dabei ein Wort zu begreifen oder zu erfassen. Also das sind die Ober- und Unterlängen. So wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie es sich anbietet, Großbuchstaben einzusetzen, nämlich in Zwischenüberschriften. Und ich würde sagen, maximal eine Zeile. So könnte man so als Grundregel verwenden. An dem Logo sieht man ganz gut, obwohl die Wörter abgeschnitten sind, durch die Ober- und Unterlängen haben wir genug Informationen, die Wörter trotzdem noch zu lesen. Funktioniert natürlich nicht mit allen Wörtern, also funktioniert natürlich nur mit den Wörtern, die genug Ober- und Unterlängen haben. Ich muss ein Schluck Wasser nehmen. Ja, und auch die Kombination von Schriften, die sehr verspielt sind, wie jetzt hier auf der linken Seite, in Kombination mit Großbuchstaben, ist auch nicht so gut. Das ist ja jetzt ein Extrembeispiel, aber daran sieht man es ganz gut. Im Kontrast von Vorder- und Hintergrund, wenn wir jetzt den gleichen Text hell haben auf dunkel oder eine helle Farbe, helle Farbe, helle Schrift auf hellem Hintergrund, helle Farbe auf hellem Hintergrund, sieht das so aus. In dem Fall funktioniert das natürlich besser auf dunklem Hintergrund. Hier ist jetzt der Text weiß und das ist natürlich auch sehr ein harter Kontrast wiederum. Also ich würde den hellen Text auf dunkel eher leicht abdunkeln, also mit einem hellen Grau arbeiten. Das überstrahlt nicht so. Also gerade auf den Screens weiße Schrift, 100% weiße Schrift auf dunklem Hintergrund überstrahlt halt ziemlich stark. Ja, und was ich auch empfehlen würde, eben mindestens die Font-Weight auf 400 zu stellen, das ist in der Regel ein Regular-Schnitt, sieht man hier auch, wenn es zu dünn ist, dann ist der Kontrast eben auch nicht ausreichend. So, wie wähle ich denn jetzt Schriften aus? Ja, die Frage wurde mir auch schon öfter gestellt, ist nicht so pauschal zu beantworten. Vielleicht muss man sich erstmal fragen, okay, wie sieht denn das Corporate Design aus? Gibt es ein Corporate Design? Wenn es kein Corporate Design gibt, sollte man sich vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, okay, kann man wie ein bisschen eins erstellen? Okay, und dann ist die Frage, okay, was will ich denn durch die Schrift erzählen? Also will ich freundlich daherkommen? Will ich seriös daherkommen? Also Schrift spricht. Also welche visuelle Sprache möchte ich sprechen? Dann gibt es natürlich noch den Punkt, okay, wofür brauche ich die Schrift? Also es gibt zum Beispiel auch Tabellenziffern, wenn man viele Tabellen hat, dann gibt es Schriften, deren Zahlen alle gleich breit sind, sodass die nicht in der Tabelle so hin und her verschoben sind. Ja, und hier sieht man das eigentlich ganz gut. Also das Wort Arztpraxis in dieser Schrift ja, funktioniert, glaube ich, umgekehrt ein bisschen besser. Wenn ich mich dann auf den Weg mache und eine Schrift finden möchte, kann man sich noch fragen, okay, wie viel Textinhalt habe ich denn überhaupt? Wie muss der strukturiert sein? Also eben welche Menge? Und danach ergibt sich dann auch vielleicht die Anzahl der Schriften. Also wenn ich wirklich viel Text habe, eben wie ich vorher mit den Linien und den Zwischenüberschriften gezeigt habe, kann man sich dann überlegen, okay, wie will ich den strukturieren? Und dann kann man schon natürlich gucken, okay, ich brauche jetzt, was weiß ich, 4, 5 Schriften. Ja, und dann die Frage eben, wie kombiniere ich die miteinander? Und ja, ich finde den Spruch ganz gut, nur eine kann die Hauptdarstellerin sein. Auf der linken Seite haben wir jetzt eigentlich 2 Hauptdarstellerinnen und die konkurrieren so ein bisschen miteinander. Und auf der rechten Seite haben wir die gleichen Schriften wie auf der linken Seite, nur jeweils in der Überschrift und dann in Kombination mit einer Schrift als Text, der sich einfacher auch lesen lässt. Ähm,
ein gutes Beispiel jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, das sind 4 Google-Fonts, ist aber aus einer Schriftfamilie. Was ich hier zeigen will, okay, da gibt es jetzt zum Beispiel diese Allegria Sans, dann gibt es die gleiche auf der rechten Seite oben mit Serifen, also das Sans steht für ohne Serifen. Unten links haben wir die ohne Serifen, aber in Small Caps, also das sind kleine Großbuchstaben. Und auf der linken Seite das gleiche dann mit Serifen. Also Serifen, das sind diese kleinen Füßchen. Da. Und dann gibt es eben aus jeder dieser Schriftfamilien nochmal verschiedene Fetten, von Thin bis Black, mit denen wir dann auch noch, also die man gut miteinander kombinieren kann. Und was ich damit sagen will, ist, dann, also obwohl man sagt ja manchmal, oder man hört das, okay, nicht zu viele Schriften auf einmal verwenden, aber wenn man in einer Schriftfamilie bleibt, ändert sich im Prinzip der Look und das Look und Feel nicht so, wenn man eben in einer Schriftfamilie bleibt. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel dafür, das könnte man gut miteinander kombinieren. Ah ja, das ist das Beispiel dafür. Also hier sind jetzt zum Beispiel aus dieser Schriftfamilie 5 verschiedene Schnitte mit verschiedenen Fetten, mit verschiedenen, also mal kursiv, mal nicht kursiv, ganz oben in dem Einleitungstext ist mit Serifen. Die Zwischenüberschriften sind eben in Small Caps. Und man sieht insgesamt, okay, das Schriftbild, das fliegt nicht auseinander oder so. Es bleibt alles im gleichen Design. Also grundsätzlich würde ich sagen, eben, Typografie sollte lesbar sein. Es sollten nicht zu wilde Kombinationen sein. Dann auf den Rhythmus achten. Also wie jetzt zum Beispiel in dem Blocksatz mit diesen Lücken. Also dass man wirklich einen Text gut, dass er sich gut lesen lässt. Versalien und ausgefallene Schriften eben eher für kurze Überschriften verwenden. Ja, maximal vielleicht eine Zeile. Blocksatz möglichst vermeiden. Und ja, nicht zu viel Extravaganz im Fließtext. Fotos und Bilder. Auf der linken Seite sehen wir das Original. Auf der rechten Seite habe ich per CSS mit diesen 4 Zeilen einfach mal so einen Rahmen da drum gesetzt. Also gerade wenn wir einen langen Inhaltstext haben, wo dann Bilder drin vorkommen, wo wiederum Text drauf vorkommt, dann finde ich erst recht das wichtig, dass die wie abgegrenzt werden vom Rest, sonst lässt sich das wie kaum unterscheiden vom Inhalt, also Text und Bild. Auch ein klassisches Beispiel, ein Portfolio von Websites, das sind jetzt einzelne Screens, dann sehen wir das in diesem Raster und die Screens, die jetzt selber einen weißen Hintergrund haben, sind eben wieder auf dem weißen Hintergrund, heben sich also überhaupt nicht von dem gesamten weißen Hintergrund ab. Und ja, das kann man auch ganz leicht durch vielleicht eben einen Rand, einen Schatten, vielleicht die Abstände zu den einzelnen Bildern noch verändern. Ja, und das auch, hier sieht man ganz gut, da sind jetzt viele Möglichkeiten eingesetzt. Eben, da gibt es einen relativ dicken weißen Rand, einen Schatten und dieser Rand ist weiß und dann haben wir noch eine andersfarbige Hintergrundfläche. Also so lassen sich Bilder, auf denen viel los ist, auch gut vom Hintergrund abheben. Dann gibt es natürlich auch die Variante, wenn es jetzt, wenn die Fotos selber so homogen sind und selber einen starken Kontrast haben, dann können die sich natürlich auch ohne Schatten oder ohne Rand vom Hintergrund gut abheben. Jetzt zum Beispiel hier. Ja, das ist... Jetzt auch wieder. Also ganz besonders in Online-Shops sehe ich das oft, dass gerade Freisteller, okay, also das ist jetzt auch durch den Screen nicht so super zu sehen, aber wenn weiße Hintergründe eben auf weißem Hintergrund sind, dann fliegen die Gegenstände so durch die Gegend und ja, dann ist es besser, den Hintergrund vom Foto selbst ein bisschen abzuheben. Rund oder eckig? Grundsätzlich würde ich sagen, okay, auf der linken Seite haben wir ein eckiges Bild, auf der rechten Seite rund und ja, das auf der rechten Seite ist es auf jeden Fall schon insgesamt ein bisschen weicher. Man könnte man schon mal sagen, okay, ja, dieses Eckige ist auf jeden Fall härter. Und ich finde, dass die runden Bilder sich noch immer gut in Content integrieren. In dem Raster
funktioniert das natürlich gut, wenn es eckig ist, weil da ist sowieso klar, das ist das Raster. Wenn das jetzt alles rund wäre, dann wären das so bunte Punkte, die rumfliegen würden. Also in dem Fall funktioniert eckig gut. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn man sich jetzt entscheiden will, okay, soll das groß sein, das Foto, soll es klein sein, soll es rund sein, soll es eckig sein? Erstmal muss man sich natürlich fragen, okay, was will ich darstellen? Oder ist das, was auf dem Foto zu sehen ist, muss das groß zu sehen sein, ja oder nein? Wenn nicht, dann würde ich jetzt zum Beispiel eher so machen wie ganz rechts und das dann rund machen, weil wie auf der linken Seite, das ist nicht so ganz klar, ist es jetzt, also es passt sich nicht so gut ans Layout an. Ja, und in dem Blog-Editor ist das ja auch noch cool. Man muss nicht mehr irgendwie mit Transparenzen in Photoshop oder so arbeiten. Ich kann ein quadratisches Bild hochladen, kann da auf Bild klicken, auf diesen Kreis und abgerundet anklicken und dann ist das automatisch rund. Wenn es quadratisch ist. Ja, Text auf Bildern, das haben wir wahrscheinlich auch schon oft gesehen. Weiße Schrift auf dem Hintergrund, der viel Struktur hat oder auch weiß im Hintergrund ist, funktioniert auch nicht so gut. Das funktioniert auch nicht so gut, eben auch gerade wenn viel Struktur auf dem Bild ist und dann bietet sich das an, so ein Overlay dazwischen zu legen oder vielleicht mit einem Schatten zu arbeiten. Aber ich finde diese Overlay-Funktion eigentlich auch noch sehr praktisch. Ja, und Bilder im Hero, manche Kunden, die können sich dann, die liefern mir ein Bild und sagen dann, ja, so hätte ich das gerne. Und dann ist aber, weiß was ich, dann ist hier ein Kopf und da ein Kopf. Und wenn ich das dann responsive mache, sind die zwei Köpfe weg. ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, für Mobile nehme ich ein anderes Foto. Also einfach, dass man das auch mit bedenkt, wenn man mit Bildern arbeitet. Ja, was ich auch oft sehe, ist, dass die Bilder dann so verzerrt werden. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das manuell machen oder ob das irgendein System automatisch macht, dass dann Bilder wirklich wie gequetscht und verzerrt werden. Ja, macht sowas nicht. Das sieht nicht gut aus. Ich habe übrigens man kann das PDF übrigens auch runterladen. Es gibt dann noch gleich einen Link. Ich habe eine Linkliste auf diesem PDF, wo es auch ein paar Tools gibt, wo man wirklich einfach Bilder hochladen kann und die in dem gleichen, also dass die Proportionen gleich sind, zuschneiden kann. Also man braucht nicht Photoshop, um das zu tun. Also wichtig bei Bildern ist sicher die optische Trennung zum Hintergrund, auch wenn das auf dem Screen leider nicht so doll rübergekommen ist. Abstände zwischen den Bildern beachten, eben bei Schrift auf Bildern gerne mit Overlay. Die Bilder eventuell abrunden, also mal drüber nachdenken, ob das eine Option ist. Responsive Design bedenken und die Bilder korrekt zuschneiden. Jetzt bringe ich ein paar noch so Gesamt-Layout-Beispiele. Und hierbei geht es grundsätzlich darum, dass einfach ein Webdesign übersichtlich ist. Oder vor allen Dingen die Information übersichtlich ist. Auf der linken Seite haben wir das Original, auf der rechten Seite meine Version oder meinen Vorschlag dazu. Ich habe da ein bisschen aufgeräumt und mal angefangen in dieser Topbar. Da ist ein Verlauf in der Schrift gewesen. Das habe ich vereinfacht. Dann habe ich den Header ziemlich auseinandergenommen. Also ich habe das Logo erstmal vereinfacht, habe dem Ganzen ein bisschen mehr Platz gegeben, auch was die einzelnen Elemente im Header angeht. Habe Linien und Flächen, wo ich gedacht habe, okay, die sind eigentlich nicht notwendig, um jetzt visuell das Ganze aufzuteilen, habe ich rausgeschmissen. Die Bilder, also das war jetzt zum Beispiel ein Bild, da waren drei Bilder auf einem Bild zusammengesetzt. Fürs Responsive ist das natürlich auch nicht so toll, weil dann ist das, glaube ich, weiß nicht, 8 cm breit und 3 cm hoch. Sieht man auch nicht mehr so gut. Und auch hier habe ich die klar voneinander getrennt, einen Abstand dazwischen, den gleichen Abstand, dass die Bilder alle gleich breit sind, einen Rahmen drum gesetzt. Ja, und lassen sich natürlich im Responsive Design dann auch untereinander stapeln. Im Content, wir haben vorhin über Blocksatz, ich habe was über Blocksatz gesagt.
Fließtexte zentriert zu setzen, ist auch nicht so gut lesbar. Unser Auge versucht immer, wenn es die Zeile gelesen hat, in die nächste Zeile zu springen. Und wenn die immer sich ändert, dann ist das schwierig, die nächste Zeile zu finden. Also ich habe dann noch eben die Schriftgröße verändert und wieder die Satzbreite angepasst. Und vor allem habe ich den Titel vergrößert. Den habe ich als erstes irgendwie gar nicht gefunden. Ja, nochmal im Vergleich. Die zwei Screens nebeneinander. Ja, und auch hier auf der linken Seite das Original. Und ich habe da, würde ich sagen, eben vom Design habe ich da eigentlich gar nicht viel verändert. Also auch wenn das jetzt Geschmackssache ist, dass die Buttons orange sind und der Header mit einem hellblauen Hintergrund, muss man nicht mögen. Auf jeden Fall, ja, habe erstmal von dem Logo diesen Hintergrund weggenommen, dass da nicht ein farbiger Hintergrund nochmal auf dem Hintergrund ist. Ich habe mir erlaubt, auch einfach diese Schaltflächen in der Hauptnavigation wegzunehmen, weil ich glaube, dadurch, dass ja eben dieser Header schon eine eigene farbige Fläche hat, erkennt man ja, okay, das ist die Hauptnavigation, hat Navigation, da braucht es nicht nochmal zusätzliche Schaltflächen. Ja, und im Content war mir persönlich erstmal nicht klar, okay, gehört das überhaupt zusammen? Also es gibt eine ziemlich harte Trennung durch diesen Schatten oder diesen Rahmen. Ja, auf jeden Fall auf der rechten Seite eben wäre meine Idee, das so klar zu strukturieren und eher mit Hintergrundflächen die einzelnen Abschnitte voneinander zu unterscheiden. Natürlich wird der Content länger, aber ich denke mir, ich weiß, ich habe das eigentlich schon ziemlich früh mitbekommen, oder hat man im Studium, haben die das erzählt. Wir sind ja auf Websites, man kann ja scrollen. Also wir sind, ja, und ja. Wenn ich jetzt diese drei Fotos habe, jeweils einen Text darunter, könnte ich zum Beispiel auch durch eine Hintergrundfläche. Also vorhin habe ich das getestet und da hat man das besser gesehen. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Hintergrundfläche hinter dem Text und so wird das besser einfach als Gruppe zusammengehalten. Also ich gehe noch mal kurz zurück. Ohne diese Hintergrundfläche fliegt es auch wieder alles ein bisschen rum und durch so eine einfache Hintergrundfläche kann man gut auch Objekte oder Elemente zusammenhalten. Auch hier sieht man ganz gut, man kann eben auch mit farbigen Hintergrundflächen arbeiten, um einzelne Partien voneinander abzugrenzen. Gruppierung durch Abstände. Oben das Original, unten meine Version. Was wir jetzt hier zum Beispiel schon mal sehen, das, was ich gelb umrahmt habe, unten haben wir viel mehr Platz ringsrum. Also sprich, das bildet schon mal insgesamt eine eindeutigere Gruppe im Gegensatz zu oben. Ich habe zum Beispiel den Abstand, der Abstand hier ist kleiner als der oben. Oben ist der Abstand, oben der grüne, kleiner als der da drunter und dadurch ist die Zusammengehörigkeit von dieser Gruppe nicht so ganz klar. Und dann habe ich noch die einzelnen Icons. Also ich habe erstmal, ich bin auf diese Website gekommen und dachte, okay, irgendwas ist da komisch. Und wenn man sich jetzt den Abstand oder den Zeilenabstand von diesem Page Builder Divi anschaut, oben, dann ist der Abstand größer als der zum Icon. Das heißt, ich habe erstmal den Zeilenabstand verringert, so dass das Wort erstmal zusammengehört und dann den Bezug zum Icon hergestellt, indem ich diese Abstände korrigiert habe. Das ist wie schon mal ein einzelnes Element als einzelnes Element klarer erkennbar. Dann habe ich den Suchblock noch etwas verschmälert und auch hier ist jetzt zum Beispiel im oberen Beispiel ist ein Rand um dieses Suchfeld und dadurch, dass der Kontrast ja eigentlich von dem Suchfeld schon genug ist zum Hintergrund, braucht man meiner Meinung nach nicht noch diese Linie. Also ich würde sagen, alles, was man eigentlich nicht braucht, weg.
Also, beim Layout, was gehört zusammen, was nicht? Auf welche Elemente kann man verzichten? Eben Linien, Flächen, Schatten oder ja, vielleicht auch Farben, die zu viel sind. Auf Zwischenräume und Abstände achten und Luft zum Atmen lassen. Ja. Also, wozu Design? Design ist Kommunikation. Ja, eben, wenn es aufgeräumt ist, ist es übersichtlicher. Und ja, diese Klarheit macht die Dinge verständlicher. Ich bin ziemlich schnell. Oder? Oh, es geht. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank. So, vielen Dank, Yvonne. Ja, recht interessant. Und es gibt sicher Fragen jetzt dazu. Ja, Yvonne, mich würde die Frage nach Farbverläufen, was du darüber denkst, weil jetzt kann man ja mit WordPress kann man Farbverläufe machen. Und ich habe da jetzt kein Beispiel gesehen. Kurz deine Meinung dazu. Also Farbverläufe waren tatsächlich bei uns im Studium im Interface Design verpönt. sind jetzt irgendwie total im Kommen. Aber wenn jetzt zum Beispiel diesen Screen, ich gehe nochmal schnell zurück. Hier ist ja auch, Moment. Wir haben auch einen leichten Farbverlauf. Finde ich in dem Fall überhaupt nicht störend. Weil es ist trotzdem eine homogene Fläche. Auf Buttons, je nachdem, wenn der Kontrast ausreicht, also wenn wir jetzt auf einem Button einen Farbverlauf haben und die Schrift da drauf hat vielleicht die gleiche Farbe wie die eine Farbe von dem Verlauf, ist natürlich nicht so geeignet. Ja, ist irgendwie, ich weiß nicht, Geschmackssache auch. Also ich habe nichts gegen Farbverläufe, aber ich denke, der gesamte Farbverlauf sollte noch so viel Raum haben, dass es A, nicht zu bunt wird und immer noch relativ homogen bleibt. Beantwortet das deine Frage? Ja. Okay. Hier vorne. Ja, ich habe jetzt keine Frage, aber vielleicht noch eine Ergänzung, weil du hattest das ja auch angesprochen, das Thema Barrierefreiheit, responsives Design und so. Gerade für die Suchmaschinenoptimierung geht es halt eben nicht nur darum, so technische, ja, inhaltlich, also technische Optimierungen zu berücksichtigen oder dass die Seite schnell lädt oder solche Geschichten, sondern eben auch die Suchmaschine schaut sich natürlich auch das Design an. Und was man da eben häufig sieht, ist, dass eben Algorithmen eben auch bewerten, wie gut ist der Kontrast. Zum Beispiel eben, dass man halt eben, wenn man halt weniger prägnante Farben verwendet, dass man dann eben einen guten Kontrast zueinander auch hat. Also auch das ist, wird halt eben von Suchmaschinenalgorithmen berücksichtigt. Und was du halt erwähnt hattest, würde ich vielleicht nochmal unterstreichen zum Thema, ja, sagen wir mal, Übersichtlichkeit und Klarheit, dass man eben Schaltflächen auch so anwendet, dass man sie eben auch mit den Fingern zum Beispiel gut bedienen kann. Also Platz zwischen Inhalten, was jetzt insbesondere Schaltflächen betrifft, also Buttons, und sie halt eben auch so designen oder so gestalten, dass sie halt eine Größe haben, dass sie eben auch theoretisch gut mit der Fingereingabe zu erreichen sind. Genau. Und dass sich halt Dinge nicht überlagern sollten, sowas. Das sind halt nochmal Sachen, die halt für die Suchmaschinen auch nochmal eine Relevanz durchaus darstellen. Danke. Man kann ja im Web animieren, Schriften, die reinfliegen, und Bilder, die aufzoomen, wieder zuzoomen. Was ist deine Meinung dazu? Ich denke, das ist natürlich Geschmackssache wie immer, oder? Aber was ist deine Meinung? Ich glaube, es kommt auf die Menge drauf an. Und wie viel Aufmerksamkeit muss man haben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Slideshow habe mit Bildern und da sind irgendwie 30 Bilder drin, die da so durchlaufen, finde ich das anstrengend. Also einfach fürs Auge. Ich denke, da kann man sich so auf sich selbst auch ein bisschen verlassen. Ja, weniger ist vielleicht mehr. Wenn es nötig ist, wenn da mal sowas reinkommt, was wirklich Aufmerksamkeit möchte, würde ich sagen, okay. Aber wenn ständig irgendwas rumfliegt, nee, danke. Also, ja. Danke. Die Schweiz ist ja ein Land von Typografie mit der Helvetica, Fruttiger.
Und vor über 30 Jahren, das hat, so alt bin ich eben schon, da hat SBB oder IBM Raster unglaublich darauf Wert gelegt, dass einheitlich typografiert wurde. Und ich sehe das jetzt bei den Jungen, dass die ganz mutig Serifenschriften mit Groteskschriften mischen, kursiv versus nicht kursiv im Titel. Und das erstaunt mich eigentlich, dass das geht, aber es ist sehr attraktiv, um zu lesen und zu schauen. Was ist da passiert in den letzten Jahren? Boah. Also, da fragst du mich was. Also ich bin auch keine 100% Typografin. Ich interessiere mich sehr für Schrift. Ich kaufe Schriften wie andere Frauen Schuhe. Oh Gott, ich weiß. Ihr seid einfach mutiger geworden als Webdesigner. Also ich finde es grundsätzlich cool, dass man wirklich auch inzwischen mehr Auswahl hat als jetzt Arial und Comic Sans. Ja. Ich denke, im Web gelten einfach irgendwie andere Richtlinien als wie für Printmedien, weil die Art und Weise, wie Medien konsumiert werden, hat sich sicherlich auch geändert. Das heißt, man liest heutzutage nicht mehr Zeile für Zeile, sondern man überfliegt viele Inhalte auch nur. Das heißt, man liest Zwischenüberschriften und man versucht im Web viel mehr strukturiert zu arbeiten. Das heißt, man achtet mehr darauf, dass man vielleicht Aufzählungspunkte benutzt. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist, glaube ich, im Web eine andere, als wenn ich einen Fließtext in einem Buch lese, wo ich wirklich Zeile für Zeile lese, wo es sich in den letzten Jahren eigentlich mit Serifen, oder wo es sich eigentlich schon seit Jahrzehnten eigentlich, wo man eben mit Serifen arbeitet, ist es, glaube ich, im Web, da haben wir nicht diese strikten Regelungen und es kommt, glaube ich, auch sehr stark darauf an, an welche Zielgruppe richte ich mich. Also habe ich einen Blogbeitrag, wo ich jetzt wirklich, einen Roman schreibe oder habe ich eine Textpassagen im Sinne einer Auflistung. Und deswegen denke ich, gelten im Web einfach andere Spielregeln und die Art und Weise, wie Texte konsumiert werden, ist, glaube ich, im Web eine andere wie im Printbereich. Ist meine Meinung dazu. So, wenn ich dürfte auch eine Meinung dazu sagen. Ja, gerne. Ich finde, das ist auch ein bisschen eine Modesache, Entwicklung. Also wenn man schaut, auch Kleider, die waren noch in den 50er, 60er, vielleicht sogar 70er Jahren noch sehr strikt und so weiter. Und jetzt sieht man völlig durchgemischte Strukturen, Farben, Formen und so weiter. Man wagt sich mehr allgemein, glaube ich, oder Möbel vielleicht auch. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so ein Trend, eine Entwicklung, die, ja, man kann einverstanden damit sein oder nicht, aber ja, vielleicht wagt man sich mehr heutzutage als früher und das gilt auch für so Web oder Print, also in Typografie. Aber klar, ich würde auch nach wie vor sagen, nicht zu viel. Also ich, ja, manchmal sieht man auch Beispiele, das ist dann so überladen, dass es irgendwie nicht mehr passt oder überladen ist. Ja, und zum Thema Serifen, eine Zeit lang hat man auch gesagt, bloß keine Serifenschriften im Web. Heutzutage ist das schon ein bisschen anders, weil die Auflösung von den Screens so hoch ist, also Serifenschriften, eben wenn sie nicht zu klein sind. Aber das gilt dann eben auch für die Serifenlosen. Ja. Ich hätte vielleicht auch eine ganz knappe Frage. Ja? Zum Schluss, ich habe gesehen, auf verschiedenen Folien hast du Kästchen oder Bilder mit einer ganz leichten Schattierung. Mhm. Ist das zum Empfehlen in allgemein, um das ein bisschen hervorzuheben? Jetzt auf Websites? Ja, genau. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es immer hängt ein bisschen ab von den Bildern an sich. Wenn die schon homogen sind, braucht es ja vielleicht eben gar keinen Schatten. Oder wenn jetzt wie in dem einen Beispiel, wenn die Fotos eben relativ homogen sind und die Ränder klar abgegrenzt sind, dann braucht es meiner Meinung nach nicht noch zusätzlichen Rand oder einen Schatten. Wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht, das kommt dann eben drauf an. Will man einen harten Kontrast schaffen, dann vielleicht wirklich einen knallharten, also eben bei diesen Screens mit den Tabellen. Ja. Da würde ich jetzt, ja eben, entweder einen Schatten, den man aber auch wirklich deutlich sieht, oder einfach so einen Rand
ein oder zwei Pixel. Ist das noch da, Markus? Ah. Können wir die vorletzte Folie nochmals anschauen, bitte? Die vorletzte? Ja, die. Nein. Die mit den Gleichheitszeichen. Den Programmierer und den Mathematiker stört, dass die Gleichheitszeichen nicht untereinander sind. Ja. Es ist mir klar, dass man, wenn man das macht, wenn man das ändert, dass man dann andere Sachen aufgibt. Zum Beispiel das zentrierte Bild. Hast du einen Kommentar zu meinem Kommentar? Also ehrlich gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe, um eben auch euch zu vermitteln, was ich sagen will. Weil darum geht es ja irgendwie am Ende, wenn ich sage, Design ist Kommunikation. Also ich habe sicher probiert, was besser aussieht, die Gleichzeichen untereinander oder nicht. Müsste ich jetzt tatsächlich wieder ausprobieren, das untereinander setzen und gucken, okay, geht das auch? Oder entscheide ich mich trotzdem wieder dafür? Aber so insgesamt, ist das doch schön. Man kann so viel machen. Also, weiß nicht, es gibt auch so Momente, wo ich sage, ich will das perfekte Design, aber es gibt so viele Lösungen. Also ich habe sicher nicht immer die geilste Lösung, aber ich habe vielleicht eine geile von 5000 geilen. Also, ja. Ja. Ja, ich wollte ein bisschen mehr sagen. Was hat da auf der linken Seite? Vielleicht, ich bin Grafikerin und Dozentin für Typografie und Webdesign. Und du hast es eigentlich selbst gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln bei den Fragen, Entschuldigung. Design ist Kommunikation. Schlussendlich, ob Schatten, ja oder nein, Verläufe, ja oder nein, Serifen, ja oder nein. Es geht darum, was will ich kommunizieren? Ja. Mit allem, was ich designe, mit allem, was ich weglasse, schaffe ich eine Aussage. Und da muss man vielleicht daran denken, also wegkommen von, ich mache das jetzt mal ein bisschen schön, ich sage immer, mein Firmenmotto ist Communicate, don't decorate. Und ich, das kann vielleicht auch nicht gestalten, helfen, sagen, ja, was will ich aussagen mit dem, was ich designe? Danke. Und da ist Antwort dazu. Hallo. Ich habe vielleicht noch eine Anmerkung, die mir recht wichtig ist, weil ich das eben häufig beobachte mit Leuten, wo wirklich nur so einen Tunnelblick zum Design haben. Ich finde halt Webdesign geht es natürlich einmal um das rein Optische, das rein Visuelle. Aber natürlich sollte man halt auch berücksichtigen, dass es halt auch noch im Web andere Regelungen gibt, die halt wichtig sind. Also man sollte zum Beispiel, was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass viele, die halt aus eher so Background-Print-Design kommen, dass sie dann sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Schrift und einen Absatz und jetzt mache ich noch einen Absatz. Und den Absatz, den gestalte ich jetzt als Überschrift. Und dann erlebt man es häufig, dass sie die Font-Weite einfach nach oben setzen. Und vielleicht das Ding auf Bold setzen, ohne aber zu berücksichtigen, dass es im Web halt so Spielregeln gibt wie im H1-Text oder H2-Text, also Text für Überschriften oder auch Bold und Strong-Text. Aber das geht ja mit dem Blog-Editor jetzt ziemlich cool. Also du kannst ja wirklich, du kannst eine H1 bestimmen oder eine H2 bestimmen und kannst sagen, aber das ist jetzt S, M, L, XL. Ja, genau. Nee, das ist halt, oder halt viele sagen dann halt auch, viele Designer, die sagen dann, okay, dann frage ich halt, warum hast du jetzt die H1 nicht genutzt? Ja, die H1 war mir zu prägnant. Und warum hast du dann, warum hast du jetzt nach einer H1 eine H4 genutzt? Ja, die H2 und die H3, die war mir zu fett. Also solche Spielregeln muss man natürlich auch berücksichtigen, weil wir halt in einem, ja, HTML halt schematischen Web unterwegs sind. Ja. Genau. Also das zählt für mich zum Thema Webdesign einfach auch mit dazu, wenn man jetzt eben sagt, okay, man schaut sich eben nicht nur rein das Visuelle an, sondern auch im Hintergrund sich überlegen, okay, was hat das jetzt für Konsequenzen auf meine schematische Darstellung? Da war, glaube ich, noch ein. Ich glaube, wir haben noch Platz für eine letzte Bemerkung vielleicht. Ist gut. Ah. Ein bisschen viel auf einmal, aber es ist gegangen. Noch dazu zum Schematischen, natürlich auch die Wiederholbarkeit, was man vielleicht immer wieder vergisst im Web, dass
man nicht für jedes Bild die beste Schriftlösung haben kann. Weil ein Bild ist oben hell oder unten dunkel oder umgekehrt, hat mehr oder weniger Schatten und Punkte und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es da auch Plugins gibt oder ob es heute möglich ist, dass das automatisch entweder dunkel oder hell, und weil das ist ja auch eine Charakteristik vom Web, dass es eben nicht nur für einen bestimmten Inhalt, sondern es müsste eigentlich dann jedes Bild hineinpassen und jeder Text hineinpassen mit der Zeit. Der Inhalt soll sich ja ändern und ändern können, gerade wenn es um Blogs, um Zeitungsseiten geht und so weiter, ist das schon, glaube ich, auch ein Thema, dass nicht jedes einzelne Bild einzeln abfertigt werden kann, wie es jetzt ganz sicher da gemacht wurde, teilweise auch. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden. Eben einfach die Frage, dass man berücksichtigt, dass man ja eigentlich ein Schema darstellt, wo dann je nachdem ganz verschiedenen Inhalt hineinkommt. Mhm. Und gerade wenn man Overlay von Text auf Bilder macht, kann das zu ganz eigenen Problemen, dass es, was mit einem Bild geht, funktioniert mit dem anderen dann nicht und so weiter. So, ich glaube, ich muss euch unterbrechen, weil die anderen fertig sind und wir machen jetzt das Gesamtbild. Ah ja, genau. Yvonne, vielen, vielen Dank. Ja, das war spannend. Schön.